Ja, hier ist die ständig wachsende Ansammlung, die Reihung meiner Tagebücher, der Bücher von Tag zu Tag, die leer so aussehen, für mich gebunden werden und die dann jeden Tag eine Seite gefüllt bekommen. Also ganz ausnahmsweise gibt es auch zwei Seiten oder eine Doppelseite, auch wie hier, Farben auf Asche. Ja, jeden Tag ein Sinnieren über ein Motiv, ein Zustand, eine Befindlichkeit, ein Gefühl. Literatur, Musik. Manchmal ist es aber auch nur um eine, also die Inspiration ist manchmal auch nur eine Farbe auszuprobieren, also ein neues Rot zu mischen oder den Pinsel auszumalen vom vorhergehenden Malen, dass dann in dem Buch noch Reste vermalt werden. Oft ist es so, dass dann das Wort oder der Satz, der unten dran steht, am Schluss dazu kommt. Manchmal ist er aber auch am Anfang, also wirklich wie eine Illustration, aber meistens kommt er hinterher dazu, alle Gedanken zu Bildern des Widerspruchs werden. Das habe ich jetzt irgendwo gefunden, das habe ich nicht erfunden, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr wo. Natürlich strömt alles durch einen durch und man reagiert darauf, also auch was in den Medien ist. Hier steht zum Beispiel das Denken in Schubladen verwahren mit der Narrenkappe. Ja. Oder Figuren aus der Antike oder aus alten Büchern spielen sich rein in die Bücher. Köpfe immer wieder. Corona Endless Blues heißt dieses Blatt. Manchmal sind in den Büchern so Ideen und dann denke ich, ja, das hätte ich gern groß gemacht. Das wäre jetzt wirklich schön. Und meistens mache ich das dann aber nicht. Aber es gab schon einzelne Bildserien, da habe ich diese Bilder fotografiert, digitalisiert, drucken lassen auf Papier und dann wieder überarbeitet. Weil ansonsten wäre das ja nur eine Reproduktion, was auf den Bildern ist. Ich halte zum Beispiel auch die Anregung durch Kunstbetrachtung, also dass ich irgendwelche Kataloge auch oder irgendwelche Bilder angucke von anderen Leuten, manchmal für energiespendend. Diese Energiespende ist manchmal auch so eine Art, kann auch manchmal so als Eigenblutspende funktionieren, indem ich selber sage, das ist doch ganz gut, da warst du doch inspiriert, jetzt mach mal weiter. Manchmal passiert es mir dann aber auch, dass ich will das gar nicht sehen. Mir fällt jeden Tag was ein. Es ist nicht immer gleich gut, aber mir fällt jeden Tag was ein. Das ist so ähnlich wie wenn mich jemand fragt, kannst du dir vorstellen, das kannst du dir doch gar nicht vorstellen, sowas. Dann sage ich, vorstellen kann ich mir alles. Ne? Aber ob es dann was taugt, weiß ich nicht. In Katalogen, die ich wiederholt gemacht habe, die immer 10 Jahre Arbeit umfassen oder überblicken, Beispiele aus 10 Jahren zeigen, ist jeweils ein Text vorangestellt, der etwas darüber aussagt, über die Zeit. Weil die Fähigkeit zu sehen immer da ist, weil die visuellen Kategorien rot, gelb, dunkel, dick, dünn konstant sind und weil so vieles an seinem Platz zu bleiben scheint, vergisst man leicht, dass alles Sichtbare immer das Ergebnis
eines unwiederholbaren, flüchtigen Zusammentreffens ist. Die visuellen Erscheinungen sind in jedem beliebigen Augenblick eine Konstruktion aus den Trümmern all dessen, was zuvor in Erscheinung getreten ist. John Berger. Ich lasse mich durch Sichtbarkeiten inspirieren, die aber zufällig sein können, die ich nicht suche, sondern finde und die manchmal auch Trümmer des Wahrnehmens sind, so wie es hier bei John Berger gesagt ist. Also irgendwas ist in Erscheinung getreten, hat meine Aufmerksamkeit erregt und bleibt als Gedanken- oder Bildspur hängen. Und sowas kann natürlich als Bild inspirierend und bildinspirierend sein. Etwas kann aber auch als Musik, als Musikstück eine Spur bilden im Kopf, in Gedanken, in Gefühlen oder als Literatur. Also Poesie oder einzelne Sätze auch in der Prosa haben diese Kraft auch, dieses Auslösen von darauf zu reagieren, Antworten zu finden zum Beispiel. Und manchmal ist es ein Suchen, was da vor sich geht. Manchmal ist es aber auch wirklich ein Finden. Also zum Beispiel Heiner Bastian, den ich genommen habe für den Text in dem neuen Katalog Innehalten, habe ich einen Text gefunden, in dem steht, es ist nur ein Ausschnitt, eine seltsame Bedeutung, die unser Suchen annimmt. Aber was bedeuten das Suchen, die ungenauen Erfahrungen, die endlosen Reihen, jene vollständigen Systeme, die verminderten Verluste, die sensiblen Lasten? Wenn in undeutlichen Vorstellungen etwas gefunden zu haben, die Entdeckungen einen Ort annehmen werden, unsere seltsamen Rätsel für immer entschieden sein. Rätsel entschieden sein, nicht gelöst sein. Also das, was mir rätselhaft entscheidet, kann eine Entscheidung in einem Bild finden. Und das ist keine Lösung. Ich habe irgendwann mal Bilder geteilt, weil sie da praktikabler zu transportieren waren. Und dabei habe ich gemerkt, also zum Beispiel ein Bild, was 80, 80, 80, also 2,40 Meter groß ist, lässt sich sehr viel leichter transportieren und auch ins Auto laden und sowas. Und dann habe ich gemerkt, durch die Teilung wirkt das Bild spannungsvoller, als wenn das am Stück gemalt ist. Also am Anfang hatte ich bei solchen Bildern hatte ich die aneinander geschraubt, ja, sodass die praktisch wie eine Leinwand sind. Dann bin ich drauf gekommen, dass es mir besser gefällt, wenn die eine Teilung haben. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich manchmal zwei Leinwände so bemalt habe, dass ich eins umgedreht habe und dann weiter gemalt hat. Also dass man sagt, ich male das Bild in zwei Teilen, einmal so rum und einmal so rum und wechsle sogar ab. Das lässt sich aber meistens nicht mehr so genau nachvollziehen. Aber die Spannung aus zwei Teilen ein Ganzes zu machen, habe ich sehr lange betrieben. In letzter Zeit ist es wieder weniger geworden. Und die Bilder sind dann am Stück. Ich male entweder auf Nessel ist Baumwolltuch, oder auf Leinwand. Ja. Und lange Zeit habe ich meine Rahmen selbst gebaut, das heißt auch gesägt. Das hat mir die Freiheit eröffnet, jedes Maß, was ich haben wollte, frei in der Länge zu bestimmen. Das mache ich in letzter Zeit nicht mehr mit diesen Schreinerarbeiten, sondern ich kaufe dann die fertigen Keilrahmen, entweder die dicke Version oder die dünne. Wobei das ist jetzt eine alte Leinwand, die habe ich vor vielen Jahren mal aufgespannt und in jüngster Zeit übermalt. Also diese Bilder sind dann manchmal auch
sogenannte Palimpseste. Schon die Mönche in den Klöstern haben das Material wiederverwendet, indem sie es abgeschabt und neu grundiert oder übermalt haben. Manchmal mache ich das auch. Manchmal einfach aus dem Überdruss an alten Bildern, die plötzlich auftauchen und die ich nicht mehr haben will. Aber es ist auch was Schönes, dass man gleich so eine Struktur hat oder so Spuren, die man irgendwann mal gemacht hat. Und das ist anregend, ja. Auch wenn die Grundierung, wie in dem Fall, relativ rau ist und deshalb bei der Vorzeichnung, die manchmal, nicht immer, aber manchmal mit Kohle geschieht, ist es natürlich sehr, ja, es nimmt es gut an und man kann das dann gleich verwenden und damit spielen oder sie auch wieder wegsaugen. Also Farben werden hergestellt, indem Pigment mit Wasser angeteigt wird, wenig, wenig. Sodass das Pigment benetzt ist. Also das ist jetzt ultramarin dunkel, extra dunkel. Und dann kommt bei dieser Menge eine geringe Menge Binder dazu. Eine der nächsten Ausstellungen wird heißen Kopf und Gefäß. Könnte sein, dass es da dabei ist, wenn es fertig ist. Ich male gern mit losen Pigmenten, also die ich entweder anrühre oder die ich lose auftrage, also wirklich auch manchmal staubförmig. Also zum Beispiel auch Kohle ist ja ein loses Pigment. Ja? Und so ein Pigment wird zum Teil lose aufgetragen und wenn man dann die Leinwand bewegt, dann fällt es auch runter und bewegt sich auf der Leinwand. Das darf natürlich nicht lose bleiben. Aber was mir gefällt ist, wenn so ein Pigment runterfällt, ja? Also hier ist es ja runtergefallen, ne? Oder es ist hier, hat es natürlich auch was Zufälliges und sieht dann manchmal so aus, als ob man das noch weiter verändern oder abwischen könnte oder sowas. Aber das darf natürlich nicht sein, es ist fixiert. Es soll aber diese offene Bildoberflächenstruktur erhalten bleiben. Stücke, schwebende Stücke, heute wieder mal. Sie sind auch immer ein Zeichen für die Abfolge, für das Vergehen der Zeit. Das Zeitfeld habe ich das manchmal schon genannt. Ich könnte mir vorstellen, dass hier oben eine Kamera zuschaut und dieser Abfolge, dieser Stücke zuschaut. Manchmal ist es ist ja ganz schön, man schlägt ein Buch auf und lässt den Zufall spielen. Manchmal passt es ja ganz gut. Ja? Zum Beispiel schlage ich jetzt auf im Buch der Unruhe. Ich staune immer, wenn ich irgendetwas zu Ende bringe. Ich staune und bin deprimiert. Mein Sinn für Vollkommenheit müsste mich daran hindern, irgendetwas zu Ende zu bringen. Er müsste mich sogar daran hindern, irgendetwas in Angriff zu nehmen. Na gut, also deshalb bringe ich das jetzt nicht zu Ende. Es geht ja sowieso immer weiter mit den Zeiten. Morgen, übermorgen.